Imposante Geschöpfe zeichnen sich Raben durch ihr glänzendes schwarzes Gefieder und ihre scharfen Schnäbel aus. In Mythen und Legenden spielen sie seit vielen Jahrhunderten eine bedeutende Rolle. Doch was ist also die spirituelle Bedeutung von Raben? Und was bedeutet es, wenn dir ein Rabe oder vielleicht sogar viele begegnen? Wir werden uns genauer mit der Symbolik hinter dem Raben auseinandersetzen und untersuchen, welche Botschaften er möglicherweise für deine spirituelle Reise bereithält. Bevor wir uns vertiefen, würde es mich von Herzen erfreuen, wenn dir meine Videos Freude bereiten. Ein kleiner Daumen nach oben wäre ein wundervolles Zeichen deiner Unterstützung, ebenso wie das Abonnieren des Kanals, damit du keine zukünftigen Videos verpasst. Jede einzelne Person von euch liegt mir außerordentlich am Herzen. Raben faszinieren mit ihrer hohen Intelligenz und der Fähigkeit, menschliche Sprache zu imitieren. Junge Raben gelten als intelligenter als erwachsene Schimpansen und zweijährige Menschenkinder. Ihr Ruf als Aasfresser aufgrund ihres schwarzen Gefieders und spitzen Schnabels verleiht ihnen ein imposantes, manchmal bedrohliches Erscheinungsbild. In europäischen Mythen symbolisieren Raben oft Tod und Untergang, werden mit okkulten Kräften assoziiert und begleiten Hexen und Zauberer. Doch diese negativen Assoziationen sind nicht die ganze Geschichte. In China und Japan steht der Rabe für Familienloyalität, in Tibet als Glücksbringer und Weiser. Indigene Indianerstämme interpretieren den Raben als Hilfe für Verlorene und Geisterboten. Der Navajo-Stamm glaubt, dass das Krächzen von zwei Raben kommendes Leid und folgendes Glück ankündigt. Die Haida betrachten den Raben als Zauberer und Heiler, der Besucher im Haus ankündigt. Selbst in Europa sind negative Assoziationen mit Raben neueren Ursprungs. In der nordischen Mythologie begleiteten Hugin und Mugin den Gott Odin, repräsentierendes Denken und Erinnerung. Die alten Griechen assoziierten Raben mit Apollo. Eine römische Legende erzählt von einem Feldherrn, der mit einem Raben seinen Gegner besiegte. Die Bibel und der Talmud erwähnen Raben in Geschichten wie der Flut und Gott nutzt sie als Beispiel für seine Fürsorge. Die Frage, die dich beschäftigen könnte, ist, ob deine Begegnung mit einem Raben überhaupt eine spirituelle Botschaft in sich trägt. Diese Frage kann ich dir nicht beantworten. Du wirst von deinen eigenen Werten und Überzeugungen geleitet. Nur durch das In-sich-Gehen und das Meditieren über deine Rabenbegegnung kannst du herausfinden, ob sie eine Botschaft beinhaltet. Allerdings gibt es Anzeichen, die auf eine tiefere Bedeutung hindeuten könnten. Wenn du Raben mehrmals gesehen hast, könnte dies bedeutsam sein. Vorausgesetzt natürlich, dass du nicht regelmäßig in der Nähe eines Rabennests spazieren gehst. Es ist wichtig zu erkennen, dass nicht alle diese Begegnungen direkt vom Vogel kommen müssen. Du könntest Raben auch auf Plakaten, Illustrationen, im Fernsehen oder in Filmen entdecken. Vielleicht hast du eine Geschichte gelesen oder ein Lied gehört, in dem ein Rabe vorkommt. Wie auch immer sie auftreten, vielleicht fallen dir diese Raben auf, weil sie für dich auf einer bestimmten Ebene bedeutsam sind. Es könnte sein, dass ihre Symbolik eine Botschaft für deine aktuelle Situation enthält. Einige glauben, wiederholte Begegnungen könnten darauf hindeuten, dass der Rabe dein Krafttier ist, ein spiritueller Bote und Führer. Du musst den Raben nicht mehrmals sehen, um seine Bedeutung als bedeutsam zu empfinden. Deine Emotionen geben wichtige Hinweise darauf, was in dir vorgeht. Vielleicht hast du eine Verbindung zum Vogel gespürt. Vielleicht hast du starke Emotionen erlebt, Verständnis, Gelassenheit oder Hoffnung. Oder vielleicht fällt es dir schwer zu erklären, was es war, aber du empfandest die Begegnung als wichtig. Denke daran, du bist dein eigener bester Leitfaden für deine spirituelle Antwort. Wenn du das Gefühl hattest, dass deine Begegnung mit einem Raben bedeutsam war, hast du höchstwahrscheinlich recht. Bei der Entschlüsselung der Bedeutung gibt es verschiedene Ansätze. Das Nachdenken über die Details deiner Begegnung und deine Emotionen wird dich in der Interpretation unterstützen. Was bedeutet es, wenn du einen Raben siehst? Nummer 1. Der Rabe steht nicht nur für Intelligenz, sondern symbolisiert auch spirituelle Einsicht.
Sein Erscheinen ermutigt dich zur ruhigen Kontemplation, um deine aktuelle Situation besser zu verstehen und angemessen darauf zu reagieren. In einem hektischen Leben ist es jedoch schwer, Zeit für Selbstbeobachtung zu finden. Der Rabe erinnert dich an Achtsamkeit. Wie ein fliegender Rabe die Landschaft von oben betrachtet, könntest du deine Umstände neu betrachten. Nummer 2. Raben werden oft mit übernatürlichen und psychischen Kräften in Verbindung gebracht. Manche Darstellungen zeigen sie mit einem dritten Auge, symbolisch für ihre vermeintliche Fähigkeit, über die materielle Welt hinauszublicken. Es gibt den Glauben, dass Raben die Zukunft vorhersagen können. Ein solcher Vogel wurde sogar von Edgar Allan Poe in seinem Gedicht »Der Rabe« verewigt. Nummer 3. Raben sind hochintelligente Vögel mit beeindruckenden Fähigkeiten zur Problemlösung und Kommunikation. Deine Verbindung zu ihnen könnte darauf hinweisen, dass du eine besondere Intelligenz besitzt. Nutze diese Klugheit, um Herausforderungen anzugehen, anstatt automatisch zu reagieren. Der Rabe könnte auch darauf hinweisen, dass du deine Ideen schützen solltest. Sei aufmerksam gegenüber Personen, die möglicherweise von deinem geistigen Eigentum profitieren möchten oder die darauf drängen, Ideen zu früh zu teilen. Nummer 4. Der Rabe beeindruckt durch seine Fähigkeit, sich in verschiedenen Umgebungen anzupassen. Von der arktischen Wildnis bis zu den südamerikanischen Wüsten kann er überleben. Diese Eigenschaft erinnert uns an die Wichtigkeit der Flexibilität. Vielleicht stehst du vor einer schwierigen Situation, in der du wenig Einfluss hast. Der Rabe ermutigt dazu, sich auf das zu konzentrieren, was du kontrollieren kannst, dich selbst. Wie könntest du deine Herangehensweise ändern, um bessere Ergebnisse zu erzielen? Denk daran, du besitzt kreative Denkfähigkeit. Du kannst innovative Wege finden, um deine Ziele zu erreichen. Nummer 5. Du kannst von der Anpassungsfähigkeit der Raben lernen, offen für Neues zu sein. Ihre unkonventionelle Ernährung zeigt, wie vielseitig sie sind. Ihre Überlebensstrategie in verschiedenen Umgebungen kann dir helfen, Veränderungen als Chancen zu sehen. Nutze Herausforderungen als Wachstumschance. Lass dich von der kreativen Denkweise der Raben inspirieren, Schwierigkeiten in Möglichkeiten umzuwandeln. Ermutigt wirst du, Neues auszuprobieren und Risiken einzugehen. Selbst wenn nicht alles glatt läuft, steckt in jeder Erfahrung eine Lektion. Nummer 6. Raben sind mehr als Einzelgänger. Sie kooperieren mit Artgenossen und anderen Tieren, um Ziele zu erreichen. Diese Zusammenarbeit kann dir wertvolle Einsichten in Partnerschaften geben. Wenn du vor Herausforderungen stehst, ermutigt der Rabe dazu, Unterstützung anzunehmen. Diese Botschaft gilt für berufliche und private Partnerschaften, möglicherweise auch für romantische Bindungen. Nummer 7. Raben sind mit Veränderungen und Transformation verbunden, obwohl sie auch den Tod repräsentieren können. Der Tod ist jedoch oft ein Symbol für spirituelle Transformation. Das Erscheinen eines Raben kann auf bevorstehende Veränderungen hinweisen, sei es erwartet oder unerwartet. Veränderungen können anspruchsvoll sein, aber der Rabe ermutigt dazu, sie als notwendigen Schritt für eine neue Lebensphase zu akzeptieren. Diese faszinierenden Geschöpfe können uns wertvolle Botschaften überbringen, sei es für unser spirituelles Wachstum oder um uns bei alltäglichen Herausforderungen zu unterstützen. Wenn du nach der Bedeutung deiner eigenen Begegnung mit einem Raben suchst, vergiss nicht, auf deine Intuition zu hören. Indem du über die Details und deine Gefühle nachdenkst, wirst du bald den Schlüssel finden, um die Nachricht zu entschlüsseln. Ich wünsche dir viel Glück und hoffe, dass deine Begegnung mit Raben wertvolle Erkenntnisse für deine Reise bereithält.